Bei Wer weiß denn sowas? Das Holland-Duell. Mareike Amado spielt mit Bernhard Hoecker gegen Hans Klok und Elton. Und jetzt geht's los. Guten Abend, herzlich willkommen. Kinder, Kinder, wie die Zeit vergeht. Das neue Jahr ist schon wieder fast 2 Wochen alt. Herzlich willkommen an diesem Freitagabend. Wie gewohnt, heute wieder, wer weiß denn sowas, in einer Doppelfolge. Und los geht es in der ersten Runde mit einer tollen Paarung, mit ganz besonders netten und lieben Gästen. Wir freuen uns auf großen Spaß mit Mareike Amado. Mittlerweile eine liebe Freundin unserer kleinen Show. Und sie hat einen ganz besonders netten Kollegen mitgebracht aus ihrer Heimat, aus Holland. Herzlich willkommen zum ersten Mal bei uns, Hans Klok. Und ich habe gleich was. Guck mal hier, Hans. Das Publikum ist total verzaubert. Das war einfach. Ja, ja, so einfach geht das. Ne? Ich wollte gleich sagen, ihr kriegt ja bei uns immer so ein paar Sachen auch zum Weitererzählen. Und da habe ich gleich was ganz Spannendes zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass Kolibris, diese kleinen süßen Kolibris, dass die nicht laufen können? Oh. Nee. Das habe ich nicht gewusst. Ja, die können stehen, die können fliegen, aber die können nicht laufen wie andere Vögel. Wüsste ich auch nicht. Ja, siehst du, habt ihr schon was zu erzählen? Kolibri. Ja? Ja, Kolibri. Ja, können nicht laufen. Hoe heet die op het Nederlands? Kolibri. Een kolibri. Kolibri. Ja, kolibri. Ja. 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 Die heißen in Sächsisch heißen die auch Kolibri. Ja. Ja. Sächsisch wie in Holländisch. Kolibri. Guck mal, wir verstehen uns. Sehr gut. Ich bin gespannt, was es heute Abend gibt. Hoffentlich viel Geld für unser Publikum. Schauen wir, wie unsere Zuschauer sich heute verteilt haben. Das Publikum darf ja frei entscheiden, auf welcher Seite sie Platz nehmen. Hinter Bernhard und Mareike Amado sind es heute 73 Zuschauer. Ja. Hinter Elton und Hans Klok 52. Ah. Aber eines bleibt immer gleich. Wir haben auch heute wieder 12 Kategorien auf unserer Wand. Die 12 Kategorien heute sind Clever, Weltreise, Waschtag, andere Länder, andere Sitten, Trick 17, Brisant, Essen und Trinken, im Grünen, Damals, Arktis, Unser Körper und Fragezeichen. Mareike und Bernhard dürfen loslegen. Wir haben mehr Zuschauer hinter euch. 500 Euro für jede richtige Antwort und ein Publikumsjoker, wenn ihr ihn denn braucht. Aber ich glaube, wir brauchen das gar nicht. Wir werden das einfach so haben. Wir sind ja aus 2 Ländern, haben verschiedene Sitten. Wir würden deshalb nehmen andere Länder, andere Sitten. Damals im neuen Jahr habt ihr das jetzt anders geschrieben. Ja, der Schrift ist enger. Früher war es untereinander. Ja, ja, das ist, wir haben uns auch ein bisschen was vorgenommen fürs neue Jahr. Konzentrieren wir uns auf die erste Frage der heutigen Sendung. Sowohl in Irland als auch in Island A. gibt es keine Maulwürfe in der Erde, B. existieren keine Promillegrenzen für den Verkehr oder C. gibt es eine Profiliga für Schäfer? Das ist ja geil. Also, existieren keine Promillegrenzen für den Verkehr. Ich habe keine Ahnung, ob in Irland, wir reden von der Republik Irland wahrscheinlich. Irland, ja, ja. Genau. Ja. Wo die Butter herkommt. Dann. Warum sollte es keine Maulwürfe in der Erde geben? Naja, weil das halt schon sehr weit, also es ist eine abgeschlossene Insel, wo es keine, wo nie Maulwürfe hingefunden haben. Du meinst, sie sind nicht unterm Wasser irgendwo dahin unterm Wasser, nee, also was sein kann, ist, dass die einer mal mitgebracht hat, aus irgendwelchen Gründen, es kann natürlich sein, dass da wirklich nie welche waren, weil es keine Landverbindung gab und sich deshalb die Maulwürfe dort nie hinbewegt haben. Ich finde es keine schlechte These von dir eigentlich. Also ich würde auch für den... Wieso auch? Ich habe mich doch noch gar nicht für die Maulwürfe entschieden. Ach so. Ich habe dann nur erklärt, was Maulwürfe sind. Existieren keine Promillegrenzen. Das kann, also, kann mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht, finde ich auch sehr merkwürdig. Eine Profiliga für Schäfer. Ja, da bin ich für, aber das ist... Hast du nicht gerade gesagt A? Das könnte auch C sein. Eine Profiliga für Schäfer, das ist... Das gibt es bei uns nicht. So, Bernhard, jetzt weißt du, was... Ja, ich wollte gerade fragen, ist sie zu mir gekommen oder hast du sie geschickt?
Wir müssen vielleicht dazu sagen, ne, Mareike, bei ihrem letzten Besuch bei uns mit Harry Weinfurt, ne, hast du mit Elton gespielt? Ja, wir haben Harry schon zweimal mit Bernhard. Zweimal habe ich mit ihm gespielt und ich habe zweimal, eigentlich habe ich gewonnen, nicht? Ja, du hast Elton immer zum Sieg getragen. Ja, und darum habe ich angerufen und gesagt, lass ihm doch auch mal gewinnen. Ja, was machen wir denn jetzt? Also A oder C? Ich bin eher für A. Du bist eher für C, oder? Okay, wenn du jetzt A sagst, ja, und ich gehe mit dir in A und es ist nachher C, ja, dann entscheide ich nachher alle Fragen. Ist die nächste Frage. Ja. Solange bis du Unrecht hast, dann bin ich wieder dran. Ja, ja, genau. Okay, wir nehmen. Finde ich demokratisch. Wir nehmen A. Okay, wir starten okay mit A. Och. Bernhard setzt sie erstmal durch hier, der traut sich was. Ich sag sie. Island ist nach Großbritannien die zweitgrößte Insel Europas, gefolgt von Irland auf der Nummer 3. Außer ihrer ähnlich großen Flächen und dem zwischen ihnen liegenden Atlantik teilen die beiden Inseln eine weitere Gemeinsamkeit. Beide sind frei von Maulwürfen. Die Tierchen haben sich noch zu keinem der Länder durchgegraben. Und da die meisten Menschen sie eher als lästig empfinden, hat wohl auch noch niemand versucht, sie dorthin zu importieren. Verrückte Geschichte, oder? Die ersten 500 Euro für Bernhard und Mareike. Guck mal, wir haben einen Kopf schon drauf gesetzt. Ja, sowas. Für eine Überraschung. Wie wollt ihr denn heute in diese Sendung starten? Ich glaube, in Holland wird auch gegessen und getrunken. Deswegen nehmen wir Essen und Trinken. Nicht zu knapp. Der klassische Kaffee Frappé. A. Ist immer entkoffeiniert. B. Enthält weder Vanilleeis noch Milch. Oder C. Wurde von einem Ostfriesen erfunden. Ich meine, dass... Kaffee Frappé. Ich glaube, das ist einfach nur kalter Kaffee auf Eis. Also da ist weder Vanille, Eis noch Milch drin. Also entkoffiniert auf gar keinen Fall. Ich denke B. Ich glaube auch. Also wollen wir B nehmen? Wir nehmen B. Wir gehen für B. Wir nehmen B. Das ist ja manchmal schön, ne? Egal wo man auf der Welt ist, bestimmte Dinge bekommt man überall. Die Bezeichnung Kaffee Frappé kommt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt geschüttelter Kaffee. Bei der Zubereitung wird Instant-Kaffee mit kaltem Wasser angerührt und mit Zucker aufgeschäumt. Dazu kommt anschließend ein Schuss Wasser und Eiswürfel. Im Unterschied dazu wird Eiskaffee in Deutschland klassisch mit Vanilleeis oder Sahne serviert. Richtige Antwort auch für euch. 500 Euro. Ich glaube, das andere so mit Eis und Sahne, das ist dann Frappuccino. Das, genau, Frappuccino, das ist das andere. Ne? Die kriegt man ja auch überall. Also, guter Einstieg für beide Teams, jeweils 500 Euro erspielt. Weiter geht's. Weltreise machen wir, ne? Oh. Ja, natürlich. Ja. Mit anderen Ländern kennen wir uns ja aus. Andere Länder, andere Sitten. In der chinesischen Provinz Hebei gibt es eine gläserne Brücke, die A. regelmäßig mit Wasser geflutet wird, B. beim Betreten einen Einsturz simuliert oder C. ausschließlich von Pandas genutzt wird. Das ist eine schwere Frage. Das ist eine schwere Frage. Das ist ja noch weiter weg als Irland und Island. Aber in China sind ja die Pandas, haben eine ganz hohe Position. Ne? Ja. Und da baut man für diese Pandas auch mal so eine gläserne Brücke. Das kann ich mir vorstellen. In der chinesischen Provinz also gibt es beim Betreten einen Einsturz simuliert. Also warum, was ist denn da die Idee, dass man, das ist wie in so einem Vergnügungspark oder sowas, dass man da drauf tritt und dann macht es, dann fängt an zu wackeln und sie bricht ein Stück ein. Das ist, also warum, welchen Sinn sollte das machen? Also das ist... Ja, die Chinesen haben ja oft einen Hau weg. Also kann es das auch sein, ja? Regelmäßig mit Wasser geflutet wird, warum sollte man das machen? Das verstehe ich auch nicht. Es könnte sein, damit Fische von A nach B schwimmen können. Das könnte sein. Wir betreten ein, das heißt, ich trete da drauf und dann okay, das gehen wir doch zu wackeln und krachen rein. Also ich, ja, wir können das Publikum auch fragen. Vielleicht hat das einer gesehen oder gelesen. Oh ja, ist ja. Lass uns das Publikum nehmen. Ich bin wirklich jetzt unsicher. Ich auch. Ja? Also wir nehmen A. Wir nehmen A. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich auch.
Die East Taihong Glasbodenbrücke in der chinesischen Provinz Hebei bietet Besuchern einen ganz besonderen Nervenkitzel. Einige der Bodenplatten wurden durch große Displays ersetzt, die bei Druck einen Glasbruch simulieren. Begleitet wird dies von einem täuschend echten, klirrenden Soundeffekt. Anscheinend so echt, dass selbst der ein oder andere Reiseführer mächtig Angst bekommt. Ich wollte gerade sagen, das ist gewusst. Oh ja, das hätten mehrere. Hast du das gewusst? Ja. Auch ganz viele. Guck mal hier. Um nicht zu sagen, das hätte eigentlich fast jeder gewusst. Das wird doch immer alberner. Jetzt kommen wir gleich. Also ihr hättet fast alle gewusst. Ihr habt was gelernt. Es bleibt bei 500 Euro und wir kommen zur nächsten Kategorie. Ja. Wir versuchen brisant. Ja, brisant. Das ist so ein bisschen Boulevard in der Regel. Klatsch und Tratsch. Wegen der zunehmend strengeren Sicherheitskontrollen an Flughäfen beschloss Schauspieler Michael Caine kürzlich, A, seinen Wohnsitz auf ein Kreuzfahrtschiff zu verlegen, B, nur noch an in England stattfindenden Dreharbeiten teilzunehmen oder C, seinen Namen in Michael Caine ändern zu lassen. Was? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich denke B. Das ist lustig. Also der heißt ja nicht Michael Caine? Doch. Ja, und er ist ziemlich alt, so ich denke, dass B, dass er nur in England noch arbeiten wird. Ja, A schließe ich auch aus. Der wird nicht nur auf dem Schiff jetzt wohnen. Ich kann mir vorstellen, dass der tatsächlich gar nicht Michael Caine heißt, sondern das ist ja auch wie, also mehr oder nicht unbedingt Künstlername, sondern der hat einen anderen Namen, aber man kennt ihn nur als Michael Caine. Ich kann mir vorstellen, dass in seinem Pass vielleicht halt nicht wirklich Michael Caine steht, sondern Caine anders geschrieben, keine Ahnung, und dass er jedes Mal an der Passkontrolle, an der Sicherheitskontrolle, nein, ich bin nicht wirklich Michael Caine, sondern ich heiße so, und dann musste das... Aber mein Künstlername ist Michael Caine. Ja, und deswegen sagt er, also, ich habe keinen Bock mehr auf diese Diskussion, ich nenne mich jetzt wirklich Michael Caine, und dann lassen die mich durch. Das kann ich mir auch vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen. Weil nur noch in England drehen, dann ist das aber ganz schön... Aber also, die Filmindustrie in England ist ziemlich groß, so... Ja, aber dann fährt er auch nicht mehr nach England. Okay, dann gehen wir für C. Dann nehmen wir oder? C. Ja. C. Ja. Was steht bei dir im Pass? Richtiger Name. Dein richtiger Name. Aber dann hast du ja auch die Diskussion, dann kommst du hin und sagst, sie sind ja Helden, sie heißen ja gar nicht. Sir Michael Caine berichtete 2016 in einem Interview, er hätte genug davon gehabt, an Flughäfen länger warten zu müssen. In der letzten Zeit sei es bei Passkontrollen regelmäßig zu Irritationen gekommen. Denn in seinem Ausweis stand statt seines seit den 1950ern geführten Künstlernamens sein Geburtsname. Um zukünftig nicht mehr in Erklärungsnot zu geraten und sich kostbare Zeit zu sparen, wurde aus Maurice Micklewhite daher auch ganz offiziell Michael Caine. Also, ich würde sagen... Ihr harmoniert gut zusammen, ne? Nächste Frage. Ja, nächste Frage. Waschtag natürlich. Ja, jetzt gehen wir vorbei. Jetzt auf einmal. Wie kommt es zu der unerwünschten Trockenstarre bei Handtüchern auf dem Wäscheständer? A. Natrium aus dem Wasser bildet Zapfen in den Fasern. B. Wasserstoffbrückenbindungen stabilisieren versteiftes Gewebe. Oder C. Das Waschmittel hinterlässt Calciumcarbonatreste im Stoff. Also, uiuiuiui. Also, eine typische Publikumsfrage. Das wäre eigentlich eine Frage für euch. Ja. Vielleicht, also das mit dem Natrium aus dem Wasser, das gibt ja also das nicht. Zapfen. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich könnte nur noch Wasserstoffbrückenbindungen. Ich kann mir ja eigentlich nur B vorstellen. Stabilisieren versteiftes Gewebe. Ja, das Gewebe. Ich finde es echt eine Frage von Holländer, du. Hä? Versteiftes Gewebe, Wasserstoffbrückenbindungen. Sollen wir das Publikum fragen? Oder weißt sagen wir mal so, wir waren uns eben nicht so sicher und haben es riskiert und es war keine gute Idee. Also ich würde also, B tippen, aber da... Ich auch, ich würde B auch tippen. Aber wir wollen jetzt gucken, ob das Publikum auch B nehmen würde. Ihr braucht Bestätigung, ihr braucht Bestätigung. Wobei, hier braucht es ja mehr jemanden, der sich im Labor auskennt und weniger jemanden, der sich in der Waschküche auskennt. Aber... So, ich mache mich auf den Weg.
Direkt einer aufgestanden, was für dich die weiteste Strecke bedeutet. Ja, genau. So, herzlich willkommen, guten Abend. Wie heißt Sie? Fred. Nochmal? Fred. Ah, Fred, Entschuldigung, jetzt habe ich es verstanden. Woher kommen Sie, Fred? Ja, das sage ich lieber nicht, aus Dümme. Wo liegt das? Bei Schwerin. Ah, sehr gut. Was würden Sie denn tippen? Also ich würde auf C tippen, weil Calciumcarbonatreste, das ist Kalk. Und Kalk, wenn der trocknet, wird hart. Das ist meine Theorie. Die anderen beiden Sachen nicht so. Okay. Verstehe. Ja, das wow. Ja, sehr gut. Es ist eine gute Erklärung. Ja. Perfekt eingesetzt, wenn es stimmt. So, Fred hat gesagt, Antwort C. Okay. Beim Waschen quellen Baumwollfasern auf und der Faserquerschnitt vergrößert sich. Hierdurch wird die Struktur des textilen Gewebes verfestigt und versteift. Wird der Stoff während der Trocknung nicht bewegt, wie zum Beispiel in geschlossenen Räumen, bleibt diese Strukturverfestigung erhalten. Grund dafür sind Wasserstoffbrückenbindungen, die stabilisierend wirken. Durch die Bewegung im Trockner oder durch Wind auf der Wäscheleine wird das Gewebe aufgelockert und die Fixierungen lösen sich. Ah, nein, peinlich ist das nicht. Nein, überhaupt nicht. Ne? Woher soll man sowas wissen, wenn man es noch nie irgendwo gehört hat? Aber Fred, es ist ja noch gar nichts entschieden. Entscheidung fällt ja immer erst am Schluss. Daumen drücken. Ja, danke schön. Vielen Dank für die Unterstützung. Danke. Spannende Sachen, die man hier erfährt. Ne? Es bleibt erstmal bei 500 Euro. Ja, das ist natürlich sehr populär. Ihr könntet euch ein Stück absetzen. Ja, der Hans hat mir versprochen, seinen Trick 17 nachher zu zeigen. Ja. Aber? Darum nehmen wir das. Also, okay, alles klar. Wer beim Streichen eines Zimmers an einem Tag nicht fertig wird, sollte die gebrauchten Pinsel und Farbrollen A. mit Haarspray fixieren, B. in Frischhaltefolie luftdicht einwickeln oder C. in eine zinkhaltige Creme eintunken. Okay, ich hatte irgendwas mit Zeitung im Kopf, aber ist nicht, kommt nicht vor. Also wenn man ein Zimmer streicht, Zimmer malt. Streichen, ist das schilderen? Ja. Oh, zeg. Na, ja, eigentlich de muur schilderen. De muur schilderen. So. Du bist halt nicht fertig. Ja, ja. Es ist B. Warum? Ich mal manchmal selbst so. Ja? Ja. Dann packst du die Pinsel in Luft. Ja, in das Silberfolie. Das ist doch Silberfolie. Ja, ich nehme ich in Silberfolie und dann kann ich das die nächste Tag wieder. Weil dann die Pinsel, die bleiben dann locker. Ne? Ja. Weil A mit Haarspray, das wird fest. Da kannst du doch danach nicht wieder streichen. Nein, gar nicht. Das ist Bay. Also wollen wir uns. Ja, was soll ich denn da widersprechen? Wenn du das überzeugen, B. Ja, B. Ich habe da Erfahrung mit. Ich würde Hans auch nicht widersprechen. Ruckzuck bis den Froschelten. Ne? Das ist Wer seine Malerarbeiten nicht an einem Tag schafft, muss die benutzten Pinsel und Farbrollen nicht aufwendig ausspülen. Einfach über Nacht in einer Plastiktüte oder Folie luftdicht einwickeln. Bis zu 24 Stunden ist das Aufbewahren darin möglich, ohne dass die Farbe währenddessen eintrocknet. So kann am Folgetag direkt weitergearbeitet werden. Sehr gut. Richtige Antwort. 1500 Euro. Der Elton braucht nur holländische Betreuung, dann läuft's auch. Ne? Was nehmen wir denn als nächstes? Hier sitzt die holländische Pamela Anderson. Und hier sitzt der deutsche Pamela Anderson. Ja, und dann nehmen wir unser Körper. Warum verbreiten sich Influenza-Viren eher im Winter und kaum im Sommer? A. Durch die fehlenden warmen Aufwinde bleiben sie in Bodennähe. B. Ihre bei Kälte robuste Hülle schmilzt bei höheren Temperaturen. Oder C. Die im Sommer umherfliegenden Pollen erschweren die Verbreitung. Nee. Weiter. Es gibt nur zwei, drei Chancen. Influenza ist Grippe, ne? Ja. Ach, das ist ja mal warum interessant. Warum verbreiten sich Influenza-Viren eher im Winter? Im Winter und kaum im Sommer. Die fehlenden warmen Aufwinde bleiben sie im Bodennähe. Das könnte das sein. Heißt, die würden im Sommer durch die Luft fliegen, die einfach weg. Ja, das könnte logisch sein. Könnte logisch sein, haben wir zumindest schon mal erklärt. Ja. So. Ihre bei Kälte robuste Hülle schmilzt bei höheren Temperaturen. Ihre bei Kälte robuste Hülle schmilzt bei höheren Temperaturen. Wenn es irgendwann mal eine Profiliga in Synchronlesen gibt, dann seid ihr ganz weit vorne. Also das heißt, sie haben eine Hülle, die bei Kälte stabil bleibt, aber wenn es warm wird, anfängt es zu schmelzen und dann kaputt geht. Nee, das kann ich mir nicht. Also bei Viren
So, die im Sommer umherfliegenden Pollen erschweren die Verbreitung. Naja, es gibt auch Zeiten, dass kein Pollen fliegen, ne? Ja, vor allem, wie soll das denn dann sein? Heißt das dann, dass die, inwiefern haften die da an den Pollen und fliegen weg? Oder ist der Körper mit Pollen beschäftigt und hat für die Viren keine Zeit? Ich würde B machen. Echt? Ja. Na, also ich würde A machen. Bist du für A? Für A. Entscheidung? A. Ah. Tja. Wir haben irgendwie kein Glück. Wenn Bernhard hat sich selber in diese Situation gebracht. Es ist wahrscheinlich B. C. Das Influenza-Virus enthält einen Proteinkomplex, der als Träger der Erbinformation fungiert. Die National Institutes of Health der USA stellten fest, dass dieser Komplex von einer Lipidhülle umgeben ist, die sich bei sinkenden Temperaturen zu einem schützenden Gel verhärtet. So kann das Virus im Winter leicht übertragen werden. Bei Temperaturen oberhalb von 15,6 Grad Celsius verflüssigt sich die Lipidhülle. Das Virus wird schwächer und trocknet aus. Wird es also im Frühling wärmer, endet auch die Grippezeit. Oh! Echt nicht gut heute. Im Sommer kommt es gar nicht erst bis ins Wohnzimmer. Da verendet es schon draußen in der Wärme. Neue Forschungen sind immer neue Forschungen. Neue Forschung. Es bleibt erstmal bei 500 Euro. Deshalb haben wir euch auch nicht genommen. Wir nehmen und euch dann ihr könntet hier... Das ist das Konzept clever. Des Teams. Na, ich hoffe doch, dass es erfolgreich weitergeht. Aus der Kategorie clever. Die getrockneten Blütenblätter der Ringelblume eignen sich hervorragend als preiswerter Ersatz für A. Semmelbrösel zum Panieren von Schnitzeln, B. Blattgold auf Pralinen oder C. Safran zum Färben von Kuchenteig. Boah, also ich habe keine Ahnung. Ich muss erstmal überlegen, wie die Ringelblume aussieht. Also, als Semmelbrösel zum Panieren von Schnitzeln. Das glaube ich nicht. Safran zum Färben von Kuchenteig. Also, das wird dann gelblich. Blattgold auf Pralinen. Also klar, es gibt, glaube ich, auf Pralinen gibt es verschiedene Blütendinger, die man dann auch essen kann. Also mal abgesehen davon, preiswerter Ersatz, was ist denn, warum ist denn, soll denn Semmelbrösel teuer sein? Ich glaube wahrscheinlich, die getrockneten Blütenblätter sind teurer als Semmelbrösel. Mhm. Semmelbrösel ist altes Brot, ja. Altes Brötchen. Also A würde ich schon mal deswegen ausschließen. So, Blattgold ist natürlich teuer, Safran ist unfassbar teuer. Ich bin eigentlich für C, weil Blattgold auf Pralinen, also das ist so eine minimale, da kannst du doch auch was anderes, also eigentlich kann das doch, wollen wir C nehmen? Ohne Publikum? Ohne Publikum, ja. Weil ich bin gefühlsmäßig komplett auf C und da ja. Vielleicht kommt noch eine Frage, wo ich gefühlsmäßig überhaupt nicht dran. Wir nehmen C. 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 Ja, C. Gut. Hinter uns wird getuschelt. Ja, das ist kein gutes Zeichen. Sagen, der Elton hat heute einen schwer entscheidungsstarken Tag. Die Ringelblume wird seit der Antike als Heilpflanze verwendet, zum Beispiel zur Wundheilung. Außerdem eignet sie sich bestens zum Färben von Speisen. Da ihre Blüten leuchtend gelb bis orange blühen, werden die Blütenblätter als preiswerter Safranersatz genutzt. Soll zum Beispiel Kuchenteig schön gelb werden, reicht es, eine Handvoll Ringelblumenblütenblätter dazuzugeben und den Teig gut durchzumischen. Das Ergebnis ist vom Safrankuchen kaum zu unterscheiden. Richtige Antwort. 2000 Euro, 4 Fragen, 4 richtige Antworten. Sehr gut. So, wir haben ja noch 4 Kategorien. Im Grunde damals alle Fragen von Hans weiß ich und wusstest du auch alle. Ich glaube, wir haben irgendwas von 1009 Jahren. Aber egal, jetzt ist damals. Ja. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Ja, genau, Schatz. Aber jetzt, Mareike. Damals. 1986 reiste der niederländische Botschafter. Da steht niederländisch. La, 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 la. Du bist dran. Aber das heißt nicht, dass ich das weiß. Ja. Oh, das. Skilly. Aber das heißt ja nicht, dass du es weißt, aber das heißt, dass ich nicht unter Druck stehe. Ja, 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 okay.
1986 reiste der niederländische Botschafter auf die Scilly-Inseln, um A. einen neuen PC für Königin Beatrice abzuholen, B. sich offiziell für den Ausgang eines Pferderennens zu entschuldigen oder C. einen 335 Jahre dauernden Krieg zu beenden. Wo liegen die Scilly-Inseln? Die Scilly-Inseln liegen im Wasser. Ich tippe irgendwo in den Pazifik, aber ich habe keine Also auf gar keinen PC für Königin Beatrice, die lässt das nicht durch den Botschafter abholen. Also, wir haben gegen den Spanier, haben wir 10-jährigen Krieg geführt. Wann war der? Der war, wann war der Hans, de 10-jarige oorlog met Alfa, koning Alfa daar naar de vesting, al die mannen vermoord. 1700 zoveel. Wir untertiteln das für Sie, meine Damen und Herren. Also. Ja, das war lang geleden. Duke de Alba, Duke de Alba. Ja, in 1700. Ja, 1715 bis noch was. Ne? Genau. 35. Also wenn der 10 Jahre dauert, 1715 tippe ich. Aber wir haben mit niemanden, also wir Holländer haben mit niemanden 315. Ja, aber es kann doch sein, dass es eine Schlacht gab. Und die wurde nie offiziell beendet. Das kann und, sein. Und die Schlacht wäre gewesen 1651. Was ja, seid ihr da schon unterwegs gewesen mit Schiffen? Wir sind schon eigentlich unterwegs seit, 12. Jahrhundert oder so. Ich hab immer noch eigentlich nicht... länger als ihr. Ja, also wir sind... wir hatten, ja, wir brauchten ja nie weg. Ja. Wir haben alles. Ja, ihr habt alles. Und wir haben ja so ein kleines Land, da müssen wir übers Meer noch was Größeres suchen. Also, ist das. Also ich sage C, obwohl ich nicht weiß, wo der Krieg geherrscht hat. Da auf der Scilly-Insel, die haben die... Scilly. Auf dieser Insel da. Ah, Moment. Scilly Islands, das ist natürlich... Scilly heißt bescheuert. Auf die bescheuerte Inseln haben wir vor 335 Jahren einen Krieg angefangen. Und in 1986 geht ein holländischer Botschafter auf diese bescheuerte Insel und sagt, hör mal, vergiss es. Das ist es. Wie gehen das? Sorry, war nicht so gemeint, das war nie, total nie war eine Erklärung überzeugender als diese. Ja. Wir können sowieso... Du sagst C? Wir gehen für C. Wir gehen für C. Und wir verschaffen jetzt Aufklärung. Wenn jetzt ein Pferd kommt. 1986 reiste der niederländische Botschafter J.L.R. Heudekauper auf die Scilly-Inseln vor der Südwestspitze Großbritanniens. Zuvor war eine unglaubliche geschichtliche Kuriosität ans Licht gekommen. Die zu England gehörenden Scilly-Inseln befanden sich seit 1651 im Kriegszustand mit den Niederlanden. Obwohl Historiker anzweifelten, dass die damalige Kriegserklärung rechtens war, ging man auf Nummer sicher. Der Botschafter und der Ratsvorsitzende der Inseln unterzeichneten am 17. April 1986 nach 335 Jahren einen Friedensvertrag. Egal, wie es dazu gekommen ist, die richtige Antwort und 500 Euro dazu. Jetzt steht ihr bei 1.000. Ja, also ja, das ist sehr speziell. Im Grünen. Der Pilz glänzender Lackporling. Den hat jeder im Garten. A. Kann als Dämmstoff benutzt werden. B. Wird Eierkartons als Papierersatz beigefügt. Oder C. findet sich in hochwertiger Wollkleidung. Jetzt haben die dummerweise eine Frage von uns bekommen. Ja, ja. Genau. Ein Pilz, der glänzende Lack. Warum ein, also wird Eierkarton als Papierersatz beigefügt? Warum sollte der, also warum brauchen Pilze Papier? Das stelle ich, das verstehe ich gerade nicht. Kann sein, ne? Vielleicht. In hochwertiger Wollkleidung wird irgendwie so der Pilz mit eingearbeitet. Ein Gefühl? Ihr habt ja das Publikum noch. Wir haben auch noch das Publikum. Ja. Also ich würde wahrscheinlich auch das Publikum. Ihr könnt schon mal diskutieren.
Dass wir das Publikum brauchen. Packen ihre Sachen. Wir können noch mal, wir selber können nochmal nachdenken. Als Dämmstoff halte ich auch, das müssen viele Pilze sein. Ja, 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 genau. Also, ja. Dann hätte man das doch irgendwie schon mal gehört. Wir fragen das Publikum. Mhm. Wir beide sind hauptsächlich für C, wissen es aber nicht 100%. Ach, guck mal hier. Die steht die ganze Zeit schon, da habt ihr noch gar nicht gehört. Hallo. Wie heißt du? Lilly Mann. Du bist ja sehr schnell aufgestanden. Genau. Hast du beruflich irgendwas mit dem Thema zu tun? Interessiert dich? Nein, aber ich meine, ich habe es gelesen in einer Campingzeitschrift, dass der Pilz für Dämmung bei Wohnwagen verwendet werden kann. Weil es gibt ja auch den Baumpilz, der ist ziemlich dick und so wie Kautschuk, also ganz zum Dämmen geeignet. Ja. Okay. Also ich hoffe, dass es das war. Ja. Alles klar. Okay. Also. So auch sehr. Ja. Nee, du sagst, B, A hat sie gesagt. A. Antwort A hat sie gesagt, weil sie es gelesen hat. Ja. Und wir wissen ja alle, Lesen bildet. Aber man muss es natürlich auch in die richtigen Zusammenhänge bringen. Das klingt schon mal nicht gut. Ja, ein Pilz besteht nicht nur aus dem sichtbaren Fruchtkörper, sondern vor allem aus einem Myzel, einem unterirdischen Geflecht fadenförmiger Zellen. Dieses wird neuerdings in einem Substrat aus Kaffeesatz, Stroh und Buchenspänen herangezüchtet. Hat der Pilz das Material durchzogen, wird es zerbröselt und kann anschließend in jede beliebige Form gepresst werden. So entsteht ein Stoff, der so hart wie Sperrholz ist und sehr gute Dämmwerte hat. Als Dämm- oder Verpackungsmaterial bietet der glänzende Lackporling sogar eine biologische Alternative zu Styropor. Sehr gut, oder? Viel Spaß noch. Dankeschön. So, ihr steht bei 2.500 Euro. Alle Fragen bisher richtig beantwortet. Das gelingt Elton sonst nur, wenn Mareike mit ihm spielt. Ja. Ist wahr. Ja. So, wir haben noch zwei Kategorien, die Arktis und das Fragezeichen. Fragezeichen. Ja, denk mal an Rudi. Der sogenannte Idaho Stop. A. Erlaubt Radfahrern das Rechtsabbiegen auch bei Rot. B. Ist ein Wohnwagenpark, der Bären im Winter Schutz bietet. Oder C. Soll Paaren beim Kinderwunsch zu mehr Fruchtbarkeit verhelfen. Ich hab dir gesagt, Arktis ist die leichte Frage. Der Idaho Stop. Der Idaho Stop. Idaho. Idaho. Klingt so wie Ivanhoe. So. Ivanhoe ist ein, Idaho. Ein Bundesstaat in den USA. In USA. Und dann, da gibt es einen Wohnwagenpark. Also da gibt es dann Bären wohl? Ja, da gibt es Bären und die werden da reingebracht in diesen Wohnwagenpark für den Winterschutz. Warum sollte ein Bär im Winter in einen Wohnwagen? Verstehe ich auch nicht. Finde ich auch eigentlich dumm erklärt. Weil wenn er gut gedämmt ist, mit dem Bild, man riecht es gut, man kann an der Dämmung knabbern, wenn man Hunger hat. Also das finde ich. Bären können eigentlich gut funktionieren im Winter, die brauchen keinen Wohnwagen. Erlaubt Radfahrer das Rechtsabbiegen auch bei Rot. Wir trauen uns nicht so recht, C zu überlegen, ne? Ist das, weil das, was ist denn bitte schön? Soll Paaren beim Kinderwunsch zu mehr Fruchtbarkeit verhelfen? Der Idaho Stop. Das heißt, das ist in Idaho entdeckt, entwickelt worden? Oder ist irgendwie etwas, was eingefügt wird und sagen die, hey, stopp, Idaho. Ja, also, Vater. Und was ist dann? Hötzeklötz mit Mutter und dann. Wie heißt das? Hötzeklötz? Hötzeklötz mit Mutter und dann soll dann mehr Fruchtbarkeit kommen. Klingt ja viel schöner als das, was wir so haben. Und dann sagt der Gynäkologe: Idaho, stopp, nicht mehr weitermachen. Ja, aber wie wirst du fruchtbarer, wenn du aufhörst? Also, das stimmt auch wieder. Also, wenn du willst oder hörst du dann. Oder ist das eine ich hab noch Technik? Nie davon gehört. Ist das. Erlaubt Radfahrer das Rechtsabbiegen auch bei Rot? Kann ich mir vorstellen. Da hat das ein Radfahrer gemacht und dann hat der geklagt. Und da gibt es ja in den USA, gibt es dann immer James gegen den Staat Idaho oder sowas. Und dann ist daraus der sogenannte Idaho-Stop geworden. Sein. Weil der Richter gesagt hat, das ist total egal. Also mit der Fruchtbarkeit glaube ich auch nicht. Das, man muss weitermachen dann, verstehst du? Aber nicht stoppen bei der Fruchtbarkeit. Vielleicht ist es ja dann genau das,
Weil der das sich da hingesetzt hat, der muss sich dabei ja was gedacht haben. Also es kann natürlich sein, dass man in einer bestimmten Phase... Ja, dass der sagt vielleicht, stopp! Stopp, ja. 3 Wochen Pause. Und dann, rat, richtig. Boom, mal richtig dann. Ja, so. Hotzeklotz. Und das ist entwickelt worden? Und das ist entwickelt worden in durch Idaho. Dr. Idaho. Ach so, das ist gar oder ist das eine Abkürzung nicht? Dann wäre es groß geschrieben. Du hast heute einfach das bessere Gefühl? Na, weiß ich nicht. Ich schon, weil deine Sachen waren bisher alle richtig. Also ich sage, das meist Unlogische sind die Paare beim Kinderwunsch. Ja, das... Und weil sie uns hier nur veräppeln, gehe ich für C. Wir nehmen C. Ihr wollt heute was lernen, ich merke schon. Ne? Ah. 18 Uhr, jetzt bin ich auf die Bilder gespannt. Idaho Stop. Der Idaho Stop ist der Name eines 1982 im US-Bundesstaat Idaho verabschiedeten Gesetzes. Es erlaubt Fahrradfahrern ein Stoppschild wie ein Vorfahrtgewehrenschild und eine rote Ampel wie ein Stoppschild zu behandeln. Der Idaho Stop wurde auch in anderen US-Staaten übernommen. Ebenso in Paris, wo er das Rechtsabbiegen an einer roten Ampel erlaubt. Auch in Deutschland wird diese Regeländerung derzeit diskutiert. Was soll man machen? Ja, wir haben ja eine Katastrophe. Ja, es bleibt bei 1000 Euro. Aber wir haben noch eine Frage. Letzte Kategorie. Letzte Frage für Elton und Hans Klock aus der Kategorie Arktis. Männliche Walrosse. A. Können mit Hilfe von Luftkissen senkrecht im Wasser schlafen? B. Jagen ihre Beute, indem sie Wasserwirbel erzeugen? Oder C. Können schwerer werden als weibliche Elefanten? Ja, können mit Hilfe von Luftkissen. Okay. Jagen ihre Beute, indem sie Wasserwirbel erzeugen. Also, die können auf jeden Fall unfassbar schwer werden, männliche Walrosse. Die sind, glaube ich, richtig fett und können schwer werden. Aber als weibliche Elefante? Sind so groß. Das ist richtig groß. Das ist richtig schwer. Luftkissen senkrecht im Wasser schlafen. Ich meine, aber warum war das Walrosse? Ich hatte das, ich werde das bei Robben. Ich habe, glaube ich, irgendwie ein Bild vor Augen, wo tatsächlich, ich dachte eigentlich, das wären Robben. Das ist aber so senkrecht einfach im Wasser stehen. Also B mit Wasserwirbel, wie wollen sie die machen? Mit dem Schwanz? Ja. Und dann Wasserwirbel und dann was saugen die dann an? Oder, ich glaube, oder drehen dass die nicht sich? So schnell sind. Nee, so schnell sind die, glaube ich, auch nicht. Und die können sich auch nicht so schnell drehen. Ich denke dann A, ja. Ich glaube A. Ja. Die sind irgendwie... Ich denke auch schon A. A. Wir sagen A. Das ist ein spannender Moment. Ja, sehr spannend. 5 Fragen, 5 richtige Antworten. Das ist jetzt die 6. und letzte Frage fürs Team Elton. Klappt es heute wirklich mit allen Antworten richtig? Männliche Walrosse kommunizieren mit ihren Artgenossen mit Hilfe von 2 Luftkissen, die parallel zur Speiseröhre verlaufen. Diese können aufgeblasen werden, um so verschiedene Laute zu erzeugen. Doch die Luftkissen haben noch eine weitere Funktion. Sind sie gefüllt, können die Walrosse senkrecht im Wasser treibend ein Nickerchen halten. Mehr geht nicht. 6 Fragen, 6 richtige Antworten. Vielleicht auch ganz interessant, ein erwachsenes Walrossmännchen kann bis zu 1,4 Tonnen schwer werden, wohingegen ein Elefantenweibchen um die 2,8 Tonnen, fast also doppelt so schwer ist und werden kann. Ja? Also alles richtig gemacht. Wir haben folgenden Zwischenstand. Bernhard und Mareike haben 1000 Euro auf dem Konto. Ja. Natürlich. Elton und Hans Klock, 3000 Euro. Und damit sind wir bereit fürs Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Zahlen bitte. Zahlen bitte. So, ihr müsst jetzt Geld setzen, Mareike und Hans, mit euren Teamkapitänen. Beide Teams haben gesetzt und damit sind wir bereit für die heutige Masterfrage. Wie oft muss ein Cent verdoppelt werden, bis der Wert von 1 Million Euro geknackt wird?
A 27 Mal, B 270 Mal oder C 2700 Mal. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Oha. 1, 2. Ich habe keine Ahnung, aber. 264. Aber du hast ja Hans. Ja, aber. Ja. Wir beide sind nicht im Rechnen so gut. Oh, ja. Wir können illusionieren, aber ja, wir können nicht rechnen. Das können wir. Ja, manchmal reicht es. Ja. Beide Teams haben einen Geldbetrag gesetzt, haben eine Antwort eingetippt. Damit stehen wir kurz vor der Entscheidung. Meine Damen und Herren, wir sind gleich zurück. Dann mit Runde 2 mit Werner Schneider und Henry Maske und natürlich der Entscheidung in dieser Runde mit Mareike Amado und Hans Klock. Bis gleich. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr über Besuch aus Holland in der heutigen Sendung. Mareike Amado spielt mit Bernhard Hoecker. Beide haben 1.000 Euro erspielt. Und ihnen gegenüber, momentan wieder auf Tour in Deutschland, heute Abend bei uns, Hans Klock mit Elton, die alles richtig beantwortet haben, 3.000 Euro damit erspielt haben. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Wie oft muss man einen Cent verdoppeln, bis der Wert von 1 Million Euro geknackt wird? A 27 Mal, B 270 Mal oder C 2700 Mal. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Aber bei euch bin ich nicht ganz so gespannt, weil ich hätte eine Idee. Bernhard, wir haben aber auch überlegt. Wir haben ja so viele Möglichkeiten. Bernhard und Mareike haben gesetzt. 1000 Euro. Ja. Ja, alles. Alles oder nichts. Hier bin ich eher gespannt. Elton und Hans Klock haben gesetzt. 999. Bernhard und Mareike, auf welche Antwort habt ihr gesetzt? Ihr tippt auf Antwort B. Elton und Hans Klock tippen auf Antwort B. Dann ist eh egal. Dann ist es eh egal, ja. Ist nie egal. Ist immer schön. Ja, es ist immer schön. Immer schön, am Ende zu wissen, wie es ausgeht. Ne? Und es ist ja auch noch die Frage, um wie viel Geld geht es heute? Das Endergebnis nach der entsprechend richtigen Zahl der Verdopplung ist 1.342.177,28. Das ist das Ergebnis. Aber wie oft muss man jetzt den Cent verdoppeln, um das Ergebnis zu erzielen? Ich muss erstmal, ich habe die Frage gar nicht verstanden. Das bedeutet, 1 Cent verdoppeln, 2, dann verdoppeln, 4, 8, 8, 8, 16, 32. Okay, den habe ich doch halbwegs verstanden. Ja, genau. Wie oft muss man das machen, bis man 206. über eine Million ist? Ja. Gut, dass ich das jetzt frage, aber. Die Zeit. Die richtige Antwort mit 27 Mal ist Antwort A. Ihr gewinnt 2.001 Euro. Und das heißt für jeden von euch 38,48 Euro. Herzlichen Glückwunsch, Hans. Viel Erfolg für die Tour. Ja. Grüße an Pamela. Ja. Elton, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Mareike, danke. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bernhard, du bleibst ja bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Meine Damen und Herren, wir spielen weiter. Freitag, Doppelfolge. Und weiter geht's mit unseren nächsten beiden Gästen. Mit Werner Schneider und Henry Maske.
herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Runde 2 in dieser Ausgabe, in dieser Doppelfolge. Wer weiß denn sowas am Freitagabend? Und jetzt kommt es zum Schlagabtausch. Henry Maske ist zu Gast und spielt mit Bernhard Hoherkamp. Und auf der anderen Seite Besuch aus Österreich. Journalist, Kabarettist und natürlich auch Boxkommentator. Wir alle kennen ihn. Werner Schneider spielt mit Elton. Und Werner Schneider hat mir vor der Sendung gesagt, er ist nicht nur zu Gast heute, er ist ja auch sonst regelmäßiger Zuschauer. Kennt die Sendung? Nicht regelmäßig, aber häufiger. Ja, aber das häufiger. Ist ja fast regelmäßig. Ja, aber ich schätze die Sendung. Das ist ja. Ja. Ja, danke, danke. Also, das freut uns sehr. Wir wissen, dass wir ja auch viele Zuschauer und Fans in Österreich haben. Die grüßen wir an der Stelle. Und ja. Henry, der kommt so wenig zum Fernschauen. Ne? Ja, der ist den ganzen Tag mit... Burger. Arbeit beschäftigt. Nee, ich bin öfter mal bei dir. Deswegen, ja, das freut mich auch sehr. Ich nicht das reicht Zeit. Auch, wenn du zu mir kommst. Du musst irgendwo anders hingehen. Also, schauen wir, wie es heute läuft, meine Damen und Herren. Henry Maske und Werner Schneider werden sich gemeinsam mit den Teamkapitänen jetzt den 12 Kategorien widmen. Auf unserer Wand. Die Kategorien sind im Wald. Damals. Trick 17, Schlagzeilen, was passiert, wenn? Telefon, Einspruch, Bauwerke, Clever, Unterwasser, unser Körper und Fragezeichen. Das Einzige, von dem ich was verstehe. Essen und Trinken? Ja, für uns das, hallo. Leider heute nicht dabei. Ja, die Publikum hat zwei Tage trainiert für die Sendung. Oh. Okay, schauen wir, was wir daraus machen. Die Publikumsverteilung hat sich natürlich auch nicht verändert zu Runde 1. Und ihr dürft daher mit der Auswahl der ersten Kategorie beginnen. Was soll man machen? Wir entscheiden uns, was passiert, wenn. Oh. Ah. Das ist ein spannender Anfang. Nee, was bin ich, ist die Schwierigkeit. Ah, ja. Erste Frage für Henry Maske und Bernhard Hoherkamp. Was passiert mit Brokkoli, wenn er intensiv mit UV-Licht bestrahlt wird? Da ist doch Essen und Trinken. A. Er wird braun und matschig. B. Er bleibt länger grün und frisch. Oder C. Er wird weiß wie Blumenkohl. Hui, das ist aber jetzt wirklich, also die erste Reaktion, braun und matschig. Keine Ahnung, was da passiert. Grün und frisch kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber weiß wie Blumenkohl wäre sicherlich eine gute Alternative, UV-Licht. Was passiert denn da? Also UV-Licht dringt in den Brokkoli ein. So, was macht der? Zerschießt der die Zellwände? Was macht UV-Licht beim Menschen? Tja. Also, man wird weder weiß wie Blumenkohl und ich bin auch noch nie grün und frisch geworden. Das stimmt. Braun und matschig, habe ich schon mal gesehen. Erst braun und dann matschig. Ja. Braun und schrumpelig. Aber. Ja, aber das ist natürlich. Wollen wir auf den Bauch reagieren oder auf den nicht vorhandenen Verstand? Weil weiß wie Blumenkohl wäre eine völlig fremde Alternative, aber wahrscheinlich eher glaubwürdig als das Grün. Meine erste Reaktion war braun und matschig. Warum sollte das passieren? Was soll das UV-Licht machen? Ich glaube, dass das UV-Licht das Chlorophyll zerstört. Sowas kann ich mir vorstellen. Ja und? Was passiert dann? Dann wird er weiß, weil das Grüne weggeht. Ich finde C ist für mich das... Wo ich am ehesten mir vorstellen kann, auch interessant. Bei dem anderen habe ich so ein. So, was machen wir? Du bist immer noch für braun und matschig? Ihr könnt ja auch das Publikum fragen, könnt ihr Konsens herbeiführen. Ich würde sagen, lassen wir einfach mal das Publikum sprechen. Entweder bestätigen sie deine Variante oder die geben das Grüne und Frisch rein, was es ja bei uns bisher überhaupt noch nicht erreicht hat. Das würde ich auswählen. Wir nehmen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Nachher müssen wir das untereinander ausmachen. Wir nehmen das Publikum. Ich glaube, diese Antwort hat als erstes das Publikum. Ja, vielleicht gibt es ja... Ich bin mal gespannt, ob es einer weiß. Es ist ja, entweder müsste man Gemüseexperte oder UV-Lichtexperte sein. Es meldet sich niemand, das ist ja super. Ja. Bleiben Sie ruhig stehen. Also sie ist schneller aufgestanden, hat sich aber zwischendurch zweimal wieder gesetzt. Ich wollte gerade sagen, Überzeugung sieht anders aus. Was ich durchaus verstehen kann, sie ist aufgestanden und einfach mal stehen geblieben. Deshalb greife ich. Gut, komme ich zu dir. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Ramona. Hallo Ramona. Woher kommst du? Aus Bad Segeberg. Und du hast eine Idee zum Brokkoli. Richtig. Ich würde es umdrehen. Ich würde mir den Blumenkohl angucken. Wenn der nämlich lange Licht ausgesetzt ist, wird der braun und matschig. Also würde ich auch auf A tippen. Okay.
Ihr hättet alle, jetzt hättet ihr alle gesagt. Das findet hier erstmal weitgehend Zustimmung. Ne? Also dann schauen wir mal, ob es auch stimmt. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Zweite Runde, Freitags-Doppelfolge mit Henry Baske und Werner Schneider. Und wir haben uns gerade mit folgender Frage beschäftigt. Was passiert mit Brokkoli, wenn er intensiv mit UV-Licht bestrahlt wird? A, er wird braun und matschig. Darauf hast du auch getippt. B, er bleibt länger grün und frisch. Oder C, er wird weiß wie Blumenkohl. So, Publikumsjoker habt ihr eingesetzt. Du hast gesagt, du glaubst, es ist Antwort A. Hier kommt die Auflösung. Wissenschaftler der University of Nottingham haben Brokkoli 15 Minuten lang einer starken UV-Strahlung ausgesetzt. Der Brokkoli produziert dadurch mehr Chlorophyll. Das Ergebnis wurde nach einigen Tagen ersichtlich. Der gleich alte Brokkoli, der kein UV-Licht abbekommen hatte, verlor Farbe und sah nicht mehr frisch aus. Der UV-Brokkoli hingegen blieb länger frisch und grün. Die Erkenntnisse sollen zukünftig auch der Lebensmittelindustrie nutzen. Ah, es ist Antwort B. Ja. Trotzdem danke für die Unterstützung im Namen deines Teams. Ja. Man lernt eben nie aus hier. Ne? Man nimmt immer was mit. So, es bleibt erstmal bei 0 Euro und ihr Einspruch. Legt mit Einspruch los. Ist für die Reklamation oder den Umtausch einer beschädigten Ware der Kassenbon zwingend notwendig? A. Ja, denn nur er beweist, wo die Ware gekauft wurde. B. Nein, es reicht, wenn eine Begleitperson den Kauf bezeugen kann. Oder C. Nur dann, wenn der Artikel nicht mehr im Sortiment verfügbar ist. Das ist jetzt wieder so eine Geschichte, was Kulanz und sowas angeht. Normalerweise würde ich natürlich sagen, ja. Du musst den zeigen, damit... Meine ich auch, ja. Die Begleitperson kann ja quasi... Bestochen sein. Bestochen sein. Aber C schließt sich aus. So. Bei Gericht ist es ja so, dass zum Beispiel eine Ehefrau oder was gilt nicht. Eine Ehefrau gilt nicht. Ja, zum Beispiel eine Verwandte oder so eine Tochter gilt nicht. Als Zeugen meinst du jetzt, ne? Ja, ja. Ich glaube, inzwischen ist das mit dem Kassenbon nicht mehr zwingend notwendig. Weil ich weiß nicht, wie das im Einzelhandel funktioniert. Wenn der Einzelhandel, was weiß ich, wir kaufen dann Pullover. So, wir kaufen jetzt bei Geschäft X ein Pullover. Und du kommst dahin und die wissen ja, dass sie den Pullover verkauft haben. Und wenn die Ware beschädigt ist, kriegen die denn von dem Hersteller des Pullovers auch die Kohle, dass es ihnen das eigentlich völlig egal ist? Der Umtausch, wir kriegen die Kohle eh. E. Ja. Glaube ich, ist das, kann das doch nur. Also ich bin für B. Für B? Ja, es reicht einfach. Also ich glaube, du musst nicht mehr den Kassenbon zeigen. Okay. Aber ich weiß es nicht. Na, aber wir können es noch riskieren. Nein. Wir nehmen B, weil es wirklich für mich das Unlogischste ist. Ach so. Ja. Aber ich glaube, komm. Also Entscheidung. Was machen wir? Ich glaube, ich würde B riskieren. Wenn der Captain sagt B, nehmen wir B. Was soll man machen? Wir nehmen alles B. Klar. Es wird falsch sein. Aber egal, wie es ausgeht, diese eingeloggte Antwort ist vom Umtausch ausgeschlossen. Jawohl. Ist eine gekaufte Ware mangelhaft, hat der Käufer einen Anspruch auf Reklamation bzw. Umtausch. Ist eine Reparatur nicht möglich und ein Umtausch ausgeschlossen, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten und sein Geld zurückverlangen. Bestreitet der Verkäufer aber, dass die Ware bei ihm gekauft wurde, liegt es am Käufer, dies zu beweisen. Der Kassenbon ist dafür nicht zwingend notwendig. Es reicht, wenn eine Begleitperson den Kauf bezeugen kann. Richtige Antwort. Sehr gut. Man kann natürlich auch einen Kontoauszug mitbringen oder Kreditkartenabrechnung, das geht natürlich auch. Ne? Statt dem Kassenbon. Die ersten 500 Euro für Elton und Werner Schneider. So, wie geht's weiter? Vielleicht Schlagzeilen?
Lass uns darauf ein. Schlagzeilen, wir haben kein Publikum mehr. Also ich mag damals Bauwerke, Werke und Telefon. Ihr sollt nur eine Kategorie auswählen. Okay, dann alles gerne haben. Wie Bauwerke magst du? Ja, finde ich super. Total spannende Sachen. Bauwerke. Pass auf, das ist total einfach. Hier. Das, ja, klar. Das Emirat Dubai musste Sand als Baustoff für den Burj Khalifa importieren, weil die Körner des heimischen Wüstensands A. zu porös sind, B. zu glatt sind oder C. schwefelhaltig und nicht feuerfest sind. So. B. zu glatt sind. Bist du dir sicher? Nee, ja, also wenn du mich so würde, fragst. Nein, mich, aber ich habe das, glaube ich, schon mal gehört. Mich würde viel mehr interessieren, glatt. Woher er das bezieht, dieses Wissen. Na, also ich der höchste, vor kurzem, der momentan höchste ist, Turm der Welt. Ist, ich hätte vor kurzem mal so einen Beitrag gehört im Fernsehen und da ging es darum, dass es zu glatt ist. Aber das ist doch dann schon mal ein sehr guter Hinweis. Wenn das dass es zu glatt ist, weil das ist so ganz, 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 ganz feiner Sand, der hat definitiv den Kontakt nicht in diesem Maße, was notwendig ist. Und deswegen musste man Alternativen dort suchen. Ich glaube, dass es zu glatt ist. Also, ich würde ich auch sagen. Ja, du würdest dich jetzt anschließen, aber würdest du es auch so, würdest du auch unabhängig von dir... Ich würde auch völlig unabhängig von dir zu glatt sagen. Okay, dann würde ich sagen, einfach zu glatt. Ja, B. Ja, sie B. Okay. Bernhard und ich haben in unserer gemeinsamen Sendung kaum zu glauben mal jemanden kennengelernt, der Sand aus Deutschland nach Dubai in die Emirate exportiert. Ja, in der Regel für Pferderennbahnen, ja, weil es dann ganz speziellen Sand braucht, aber vielleicht auch hier. Der Burj Khalifa in Dubai ist mit 828 Metern das höchste Gebäude der Welt. Für den Bau wurden insgesamt 330.000 Kubikmeter Beton benötigt. Obwohl Dubai in der Wüste liegt, musste es den Sand aus dem weit entfernten Australien importieren. Für die Herstellung von Beton ist Wüstensand wegen seiner glatten Oberfläche nicht geeignet. Die sehr feinen Körner sind durch die ständigen Wüstenwinde rund geschliffen, wodurch sie nicht richtig verkeilen und somit keinen Halt finden. Vielleicht das gleiche Problem auch bei den Pferderennbahnen. Da rutschen die immer aus. Zu glatt. Ja. Hauptimportgut ja, ist. Ja. Ersten 500 Euro. Sehr gut. Mhm. Nächste Frage aus. Schlagzeilen. Schlagzeilen. 2015 erwischte ein Polizist im kalifornischen Mountain View A. einen Roboter bei einem Verkehrsvergehen, B. Bill Gates beim Diebstahl eines Kaugummis oder C. deutsche Touristen beim Einbruch in Mark Zuckerbergs Garage. Kann man nicht zurückgeben. Kann man nicht zurückgeben, das Thema. Mehr. Nee, das kann man leider nicht zurückgeben. Ja, es sei denn, ihr habt den Kassenbon dabei. So. Deutsche Touristen beim Einbruch in Mark Zuckerbergs Garage. Das hätte man, ja, das wäre noch ein Riesenskandal auch. Also, ich mein, Bill Gates beim Diebstahl des Kaugummis, das hat man natürlich nur in Amerika zur Kenntnis genommen. Ja, das kann natürlich sein, dass das ja natürlich nicht bewusst ist. Der war im Laden, hat sich einen Kaugummi im Mund gesteckt, ist einfach rausgegangen. Ja. Der Roboter ist ein bisschen weit hergeholt, nicht? Ja, aber das kann ich mir auch cool, also das heißt cool, das kann ich mir aber auch tatsächlich vorstellen. Verkehrsvergehen, ein Roboter. Mountain View. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, natürlich. Ein Roboter bei einem, ich meine, es gibt ja inzwischen diese selbstfahrenden Autos. Mhm. Vielleicht ist da irgendwie ein Gefährt alleine rumgefahren und der Polizist hat den Entschuldigung, allgemeine Verkehrskontrolle und da war gar keiner drin, weil der Roboter oder das Auto einfach über Rot gefahren ist oder falsch abgebogen ist. Also C schließen wir aber beide schon mal 2015 aus, ist natürlich schon eine Zeit lang her, ne? Boah. Naja, wir haben jetzt C schließen wir aus. C schließen wir beide aus. Ja, ich tendiere zu B. Du tendierst zu B. Dass der Bill Gates einmal hingegriffen hat und dann Kaugummi genommen. Ich bin aber irgendwie bei A. Das ist vielleicht ein Roboter tatsächlich, der ist einfach über die Straße gegangen. Ja. Ah, Mist, was mach ich? C nicht, was mach ich? Das ist klar. Nee, C glaube ich auch nicht. C nicht. Elten verstecken hilft nicht. Ja, ich weiß. Bill Gates beim Diebstahl eines Kaugummis. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool. Der hat einfach Kaugummi geklaut. Was soll ich mir trauen? Dein A zu nehmen. Jetzt redet er dir schon gut zu, dann kann er immer noch nicht. Ja, wir nehmen A. Aha.
Ja, es findet anteilig Begeisterung in eurem Blog. Ja. Das kalifornische Mountain View, der Hauptsitz einer großen, bekannten internationalen Suchmaschine. 2015 stauten sich im kalifornischen Mountain View hinter einem Auto Dutzende andere Verkehrsteilnehmer. Durch sein geringes Tempo behinderte es den Verkehr. Ein Polizist stoppte das Fahrzeug, um die Insassen zu belehren. Doch nicht der Fahrfehler eines Menschen war schuld, sondern eine Programmierung. Es handelte sich um das Testmodell eines selbstfahrenden Autos, das aus Sicherheitsgründen nur 24 Meilen pro Stunde fahren konnte. Erlaubt waren hier 35. Ja, das sind die kleinen Google-Autos, die ja immer wieder unterwegs sind, natürlich, ne? Denn da ist ja der Hauptsitz und insofern absolut richtige Antwort. Ihr steht bei 1000 Euro. Ja. Ja, Medizin ist ein bisschen. Unser Körper, die sind sehr verschieden, wir decken eine Menge ab. Eine medizinische Studie aus dem Jahr 2013 ergab, dass Cola A. Zahnfüllungen aus Zement in 20 Minuten auflösen kann, B. unerwünschte Körperbehaarung zu 60% reduzieren kann oder C. in 90% aller Fälle Magensteine auflösen kann. Oh, das ist aber auch echt. Das ist ja jetzt. Ich meine, gut, es gibt bei euch keine einfachen Fragen. Nein, dann und die Antwort, und die Antworten sind noch herausfordernder. Lass also, mal damit arbeiten. Es geht, also es gibt ja diese Legende, dass sich Fleisch auflöst, richtig, in Cola. Das ist aber nicht so. Das sieht nur eklig aus. Ja, genau. So, es gibt sogar Leute, die damit kochen mit Cola, habe ich jetzt mal gehört. So, in 90% aller Fälle Magensteine auflösen kann. Das glaube ich nicht, da ist ja eh Magensäure drin. Und wenn die resistent sind gegen Magensäure, wieso dann gegen Cola-Säure? Wenn es so wäre, wäre es der bessere Tipp als Alternative zu einer OP. Ja, das muss ja auch eine Weile bleiben. So unerwünschte Körperbehaarung zu 60% reduzieren kann. Wie soll das denn sein? Ich mache mir einen Cola, so eine Cola-Packung und lege mir die auf den Oberschenkel und dann wird das total glatt und die Haare sind, ich meine, zu 60% weg. Das heißt, ich habe immer noch ein 40% Problem. Also Zahnfüllungen aus Zement in 20 Minuten wäre die letzte Alternative. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Zement, das ist halt dann einfach. Das ist ein relativ einfaches, ja, Material. Das ist halt. Das ist eine kluge Antwort. Ich glaube, bei Zahnfüllungen aus Zement kommt es darauf an, wo der Sand herkommt. Ja, ja. Bei glattem Sand muss ich schon beim. Ist der Oberkiefer schneller leer. Ich würde vom Gefühl für A. Ohne Ahnung. Also ich würde es unterstützen. Dann unterstützt mich doch und wir sagen A. Weil ja, wirklich Wissen, das andere halte ich für... Erneut also, nicht. Magensteine, gibt es überhaupt Magensteine? Nie von Magensteinen. Es gibt Gallensteine, Nierensteine. Also Magensteine sind ja eher selten, oder? Das ist eine gute Frage. Man nimmt es so als selbstverständlich, aber Magensteine... Also Entscheidung? Wir nehmen A und überlegen weiter Magensteine. Aber Antwort A ist eingeloggt. Ja. Natürlich gibt es Magensteine. Gibt es sie? Denk mal an Rotkäppchen. 2013 sammelten Mediziner 46 Fallstudien über den Einsatz von Cola bei der Behandlung von Magensteinen. Diese können in seltenen Fällen durch den Verzehr von Gemüse oder Obst entstehen. Den Patienten wurden über mehrere Wochen vor jeder Mahlzeit 500 bis 1000 Milliliter des Softdrinks verabreicht oder die Cola wurde direkt in den Magenstein injiziert. Tatsächlich waren die Behandlungen zu 90% erfolgreich. Die in der Cola enthaltene Kohlensäure und Phosphorsäure konnten den Magenstein auflösen und so eine operative Entfernung vermeiden. Danke. Ja, Henry, dein Gefühl war wieder gut. Aber ihr habt euch für die falsche Antwort entschieden. So, es bleibt bei 500 Euro und wir kommen zur nächsten Kategorie. Trick 17. Ja. Was kann beim Einweichen eines Topfes in Wasser gegeben werden, um eingebranntes leichter zu entfernen? A. Kleingeschnittene Bananenschale, B. nasses Trocknertuch oder C. Düngestäbchen für Blumen? Also nasses Trocknertuch. Also Einweichen ist klar, wir haben jetzt einen verbrannten Topf. Und da sind diese Reste drin. Da sind die Reste drin, jetzt müssen wir es einweichen. Also da kommt Wasser rein. Ja. So, was kommt noch rein? Viele Zuschauer lieben unsere Sendung genau für diese Tipps, ne? Diese Haushalts-, diese Alltagstipps. Trocknertuch. Ich meine, nass wird es doch.
hat einen interessanten Satz gesagt, jetzt Haushalt, mal da nicht jetzt die Damen hinten. Ja, ja, wir können das Publikum nehmen, aber lass uns doch kurz nochmal selber nachdenken. Düngestäbchen, so. Was sind Düngestäbchen für Blumen? Wenn du Blumenpflanzen hast, packst du diese Düngestäbchen rein und die sind so groß. Wieso sollen die das Eingebrannte lösen? Ich kann mir vorstellen, wenn die sich auflösen, da sind halt Stoffe drin, Stickstoff ist da drin, also Salz, Düngemittel. Säure. Da sind halt vielleicht auch Kalk oder, obwohl Kalk ist ja wiederum schlecht, aber da sind halt Sachen drin. Mehr Power als das Trockentuch, mehr Power. Ja, also das Trockentuch macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Keinen Sinn. Vor allem ein, also nasses Trockentuch, das ist, warum soll ich ein nasses Trockentuch in Wasser packen? Das ist doch dann nass. Also das ist ja, also, ja. Wir Österreicher würden sagen, ein nasser Fetzen. Ein nasser Fetzen. Ja. Wenn er nur also B schieße ich aus. So, Bananen, ich meine, natürlich können Bananen, ist da auch irgendwas drin? Ich habe noch nie Bananenschalen gegessen. Nee, die soll man ja auch nicht essen, die soll man reintun, um vielleicht Achso, die soll man aufheben für das Eingebrannte. Ich verstehe nicht. Fragen wir das Publikum? Ich würde alleine, weiß ich nicht, ich bin für C. Du hast dann den Lauf heute. Das ist die Gefahr, weißt du? Ja, ja. Das ist, ja. Wenn man irgendwann mal 1000 Meter Lauf irgendwie ja, 20 Meter Vorsprung hat und dann fällt man hin und alle Und dann merkt, dass man zu schnell losgelaufen jetzt ist. Jetzt nicht an sich zweifeln. Nicht an sich zweifeln. Nein, nein. Wir nehmen die Aufgabe mehr im psychologischen Coaching. Ja, ich merke das schon. Ja. C. Warum nicht? Eingebrannte Speisereste im Topf werden meist lange eingeweicht und können dann trotzdem erst durch lästiges Schrubben entfernt werden. Trocknertücher enthalten kationische Tenside. Sie sollen dafür sorgen, dass sich die Wäsche nicht elektrostatisch auflädt. Die Tenside können aber auch hartnäckige Speisereste lösen und so die Wirkung des Spülmittels unterstützen. Einfach das Trocknertuch zu Wasser und Spüle in den Topf geben und über Nacht einweichen lassen. So lässt sich der Topf am nächsten Tag leichter reinigen. Ich sag ja, was man hier nicht alles lernt. Ne? Jede Serie geht dann mal zu Ende. Ja, weil das sind diese Inhaltsstoffe, ne, die Trocknertücher haben, die führen dann dazu. Aber ich habe kein nasses Trocknertuch da reingesteckt, sondern nur ein Trocknertuch, richtig? Ja, aber das wird ja automatisch nass, wenn du es ins Wasser tust, ne? Ah, ja. Mhm. Mhm. Na ja, gut, ja. Es bleibt bei 1000 Euro, ihr führt immer noch, aber Bernhard und Henry könnten jetzt ausgleichen. Du fühlst dich heute hier... Wir könnten erneut ausgleichen, also vielen Dank für die Chance. Telefon. Bernhard möchte Telefon. Wie sollten Angerufene auf einen sogenannten Ping-Anruf reagieren? A. Dateiformat des Klingeltons ändern. B. Angezeigte Nummer zurückrufen, aber direkt auflegen. Oder C, Telefonnummer des Anrufers der Bundesnetzagentur melden. Also, ich glaube, ein Ping-Anruf ist ein Anruf, der einfach nur klären will, ob an der anderen Seite einer an der Leitung ist. Also es gibt dann Computer, die rufen einfach nur so die irgendwelche Zufallsnummern an. Und wenn dann da jemand abnimmt, dann wissen die Nummer existiert und dann wird die gespeichert und wird dann in eine Datenbank gesetzt und die wird verkauft. Das, glaube ich, ist ein Ping-Anruf. Gucken, ist da einer. Deshalb wüsste ich überhaupt nicht, warum ich das Dateiformat des Klingeltons ändern sollte. Dann habe ich statt Wave habe ich auf einmal MP3 und dann weiß er das nicht mehr. Wir reden ja von Telefon, genau. Das kann nicht sein. Die angezeigte Nummer zurückrufen, aber direkt auflegen, ist total gut, weil dann sind die sich richtig sicher, dass da einer... Deshalb kann es eigentlich für mich nur C sein. Und sonst habe ich wieder was gelernt. Nee, das kann nur C sein. Okay, dann nehmen wir C. 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 Ich hörte ein leises Ja am Rücken. Ja, ein sehr leises Ja. Ja. So, bitteschön, meine Damen und Herren. Das ist zu tun. Erleichterung da hinten, was? Bei einem Ping-Anruf klingelt das Handy nur kurz und es erscheint eine Rufnummer im Display. Die Nummer ist unbekannt, meist mit einer ausländischen Vorwahl. Wer aus Neugier oder Höflichkeit unbedacht zurückruft, tappt in die Falle, denn beim Rückruf können hohe Kosten entstehen. Stattdessen sollte der Angerufene die verdächtige Nummer auf seinem Gerät blockieren und umgehend der Bundesnetzagentur melden. Diese führt eine Liste der Betrügernummern. Mobilfunkbetreiber dürfen diese Nummern dann nicht mehr beim Kunden abrechnen. Perfekt erklärt. Richtige Antwort. 500 Euro im Dorf. Hier steht bei 1000. Clever. Elton und Werner Schneider machen weiter mit Clever.
Was kann aus Plastikflasche, Klebeband, Türdichtung und Mullbinde hergestellt werden? A. Atemschutzmaske, B. Campingkocher oder C. Ballmaschine? Moment. Ja, Campingkocher auch nicht. Also da muss es ja, es muss ja irgendein Brennmittel geben. Ja. Okay, du kannst vielleicht die Mullbinde anzünden. Ich weiß nicht, wie lange sowas brennt. Du kannst ja noch ein Düngerstäbchen dazu packen. Kai. Oder ein nasses Trocknertuch. Klebeband. Heißt das so. Wieder, du bist so gemein zum Elf. Ja. Okay, lass mal, Plastikflasche. Wir haben eine Plastikflasche. Also ich bin total für die Atemschutzmaske. Ich kann mir das alles als Element einer Atemschutzmaske vorstellen. Campingkocher nicht. Ballmaschine schon überhaupt nicht. Was aber nichts sagt, wie wir wissen. Also, wie soll die Atemschutzmaske aussehen? Das kann natürlich sein. Du schneidest unten den Boden ab, machst ein kleines Loch rein oder, quasi nicht wahr, oben. Stimmt, oben, da ist das Loch und da schneidest du es ab. Dann packst du in das größere Loch die Mullbinde rein, quasi als den Filter. Filter. Die Türdichtung nimmst du als Gummiband quasi. Ja. Kannst es um den Kopf binden. So, was macht aber das Klebeband? An den Rahmen wahrscheinlich. Fixiert das ein bisschen. Oder das Klebeband macht, weil das Plastik von der Plastikflasche scharfkantig ist, nimmst du das Klebeband und klebst das an den Rändern. Das macht auf jeden Fall Sinn, glaube ich. Ballmaschine. Was eine Ballmaschine ist, weiß ich vom Tennis. Das ist, entschuldige, da brauchst du Ball für. Ja, erstens brauchst du einen Ball und zweitens einmal brauchst du ihn. Das ist ja eine dynamische Geschichte. Wo soll ich, ja, aber die Türdichtung, Türdichtung ist gummisoartig, theoretisch. Aber ich finde die Idee, wie wir jetzt beide die Atemschutzmaske gebastelt haben, MacGyver-mäßig klang gut, ne? Du warst sofort dafür. Jetzt spreche ich es aus, ja. A. Okay. Und falls das nicht stimmt, werden wir eine Atemschutzmaske brauchen, weil dann ist hier dicke Luft. Nee, wir waren zu einig. Zuerst wird in eine große Plastikflasche eine gesichtsgroße Öffnung geschnitten. Danach sollten die Kanten zum Schutz des Gesichts erst mit Klebeband und dann mit einer Türdichtung abgeklebt werden. In den Deckel der Plastikflasche Löcher stechen und eine Mullbinde gefaltet hineinlegen. Eine weitere dünne Lage einer Mullbinde dann über den Deckel legen und auf die Plastikflasche drehen. Schon ist die selbst angefertigte Atemschutzmaske für daheim fertig. Ich glaube, das werden wir mal nachbasteln. Ihr steht bei 1.500 Euro. Glückwunsch. Ich kann alles einfach und alles gleich. Vier Kategorien noch im Wald damals, unter Wasser und Fragezeichen. Lass uns in den Wald steigen. Im Wald. Im Wald. Wie lassen sich Eicheln für den Mensch genießbar machen? A. Mit Tomaten in Aluminiumfolie einwickeln, B. Mehrere Tage ohne Schale wässern oder C. Mit Hefepilzen in einer Plastikdose ansetzen. Ist deine Kategorie? Ja, das ist gut. Also Tomaten in Aluminiumfolie einwickeln. Ja, was hat's dann? Was ist dann passiert? Ja, reagiert die Tomate mit den Eicheln? Toxisch. Heißt, die ist danach noch, ist die Tomate danach auch giftig? Kann mir das jetzt also wirklich nicht vorstellen, in dem Zusammenhang? Das heißt, was sind denn Eicheln wirklich giftig oder einfach nur ungenießbar? Also sind das. Sind auf jeden Fall erstmal sehr fest. Dann vermutlich mehrere Tage ohne Schale wässern. Also das könnte ich mir vorstellen. Richtig. Also du schälst sie, dann legst du die richtig da rein und dann lösen sich die ganzen möglicherweise nicht so angenehm und genau für uns. Ob das jetzt Bitterstoffe sind oder giftige, na, giftig vielleicht gar, weil dann würde man das gar nicht erst empfehlen. So, und Hefepilze ist die dritte, woran wir uns jetzt die Zähne ausbeißen sollen. Das heißt, du hast Hefepilz, du machst Hefe rein, ja, setzt da die Eicheln, geschält oder ungeschält, drauf und hoffst, dass die Hefepilze was machen mit den Eicheln. Komisch, oder? Was sagt denn dein Gefühl, bevor ich irgendwas sage, was dein Gefühl zerstört? Mein Gefühl sagt B. Mhm. Aber das ist doch gut. Dein Gefühl hat dich doch bisher nicht getrogen.
Sollen wir da nicht einfach B nehmen? Also, was machen wir? Wir gehen auf B. Mhm. Wir gehen auf B. Ja. Wichtig ist nur, man darf es natürlich nicht zu lange liegen lassen, weil dann wird es braun und matschig. Wer bei einem Herbstspaziergang Eicheln sammelt, kann diese nicht nur zur Dekoration verwenden, sondern mit der richtigen Behandlung auch essen. Die in den Eicheln enthaltenen Gerbstoffe lösen bei Menschen bei rohem Verzehr Bauchschmerzen und Übelkeit aus. Um den Eicheln die Gerbstoffe zu entziehen, müssen sie mehrere Tage lang von ihrer Schale befreit gewässert werden. Erst dann geben sie alle Bitterstoffe ab und die anschließend getrockneten Eicheln können beispielsweise zu Mehl verarbeitet werden. Man nimmt aber immer wieder was bei dir mit. Ja, oder? Ja. Aber man sieht auch so die alte Kampfsystematik. Ja. Ne? Nie aufgeben, natürlich immer dranbleiben, immer den Gegner weiter unter Druck setzen. Das funktioniert auch hier. Ja, ja. Es steht unentschieden und sie sitzen euch im Nacken. Mhm. So, Fragezeichen. Ihr könnt jetzt, Fragezeichen. Schmuckdrogen sind völlig harmlos, weil sie A. Diamanten sind, die sich einschmelzen lassen. B. Weinflaschen sind, die in Restaurants als Dekoration dienen. Oder C. Blütenblätter sind, die Teemischungen beigefügt werden. So. Also so B schließe ich aus. Von wegen Schmuck, Dekoration, Droge, Wein, Alkohol. Ha, 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 ha. Hm. Also vor allen Dingen harmlos. Ich verstehe gar nicht, sind völlig harmlos. Ach so, was, sind keine Drogen. Drogen, also. Schmuckdrogen. Drogen, mit denen man sich schmücken kann. Aber Diamanten einschmelzen? Wie soll denn das gehen? Also ich schließe A gar nicht mal so aus. Ja, vielleicht ist es gar nicht so ein harter Diamant, sondern irgendwie was... Immer wenn ich das Wort Wein lese, denke ich mir, das wäre was für mich. Aber Weinflaschen sind die in Restaurants als Dekoration. Also nennt man das Schmuck? Das Geld? Ich habe es noch nie gehört. Aber warum sollte man das nicht Schmuckdrogen nennen? Weil mir das zu doof und zu einfach ist. Ja. Wegen Wein ist eine Droge. Naja, das und, kann man so und nicht sagen. Dekoration ist Schmuck, hahaha. Ha, ha. Mhm. Kommst in ein Restaurant, oh, die haben ja aber einige Schmuckdrogen hingestellt. Mein lieber Mann, das sieht naja, schön aus. Klingt ganz natürlich, wenn du das sagst. Ja? Aber wissen tue ich tatsächlich auch nicht. Wir haben ja noch das Publikum. Wir können ja auch schon ein bisschen beraten. Müssen Wirte dabei sein? Ja, kommt drauf an. Ja? Unterschiedlichste Erfahrungen könnten helfen. Blütenblätter sind die Teemischungen bei. Ja, das kann doch sein. Dass tatsächlich, es gibt ja so Grüntee zum Beispiel, da sind nicht nur die Blätter oder sowas, sondern meinetwegen bei Mango-Grüntee sind auch Mangoblüten mit drin. Weil Grüntee ja so hässlich ist. Ja, ich weiß nicht, ob das mit hässlich... Also nein, ist hässlich. Ein grünes Getränk ist hässlich. Ist ganz schön, wenn man es ein bisschen verschönert, ja? Aber ich bin mir nicht... Also, vielleicht ist A tatsächlich auch... Aber wir haben ja noch das Publikum. Ja. Und wir sind nicht wirklich einig. Du bist für B sogar, was ich ausschließen würde. Ich persönlich bin ein bisschen für C, aber warum sollte man das Schmuckdroge nennen, C? Das finde ich... Das klingt zu hart. Aber ich weiß es nicht. Lass uns das Publikum nehmen. In jedem Fall ein Kosenamen. Wir lassen das Publikum. Okay. Okay. Das Publikum. Wow. Oh. Ja, vielen Dank. Ich habe schon mal ein gutes Gefühl. Ja, das war... Hallo. Hallo. Wie heißen Sie? Gerda. Hallo, Gerda. Okay, Gerda. Dann gucken wir mal hier auf die Fragen. Haben Sie beruflich irgendwas mit dieser Richtung? Ja, ich glaube, ich habe es gelernt. Noch damals. Was sind Sie denn vom Beruf? Nicht mehr Apothekenhelferin. Okay. Und da waren alle Tees Drogen. Aha. Und dadurch würde ich das sagen. Okay. Verstehe. Ja. Ja, dementsprechend klar, sagt sie. Erzähl. Das ist spannend und hört sich gut an. Jetzt muss es nur noch richtig sein, Gerda. Im klassischen Sinn sind Drogen Teile von Pflanzen, Tieren oder Mineralien, die in getrocknetem Zustand zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet werden. Schmuckdrogen dagegen dienen lediglich als Füllmittel, das fertigen Teemischungen durch Form und Farbe ein ansprechenderes Aussehen verleihen soll. Häufig werden dafür Blütenblätter ausgewählt. Schmuckdrogen haben also nur eine minimale physiologische Wirkung, dafür sind sie aber was fürs Auge.
Werder. Herzlichen Dank. Grüße nach Gelsenkirchen-Buer. Ja, danke schön und Daumen drücken für den weiteren Verlauf hier. Danke schön. Ihr steht bei 2000 Euro. Und oder ihr habt noch einmal die Was Wahl. Wir nehmen Unterwasser. So, das ist meine Entscheidung. Zack. Hätte ihr nicht gemacht. Überraschenderweise können A. Tintenfische zählen, B. Delfine mit ihrer Rückenflosse Musik machen oder C. Clownfische per Klopfzeichen kommunizieren. Das ist... Möchtest du noch was fühlen? Jetzt komme ich wieder mit der Geschichte, ich habe schon mal was gehört. Ja, ich habe es gesehen, deshalb. Du hast sogar gesehen, weißt, du weißt es. Ich habe mal... Mit den Tintenfischen. Tintenfische zählen sehen. In einem Aquarium gesehen, ja. Also in so einem... Ja. So. Und da wurde gesagt, dass die zählen können. Richtig. Da geben so die denen nämlich Eindruck. Irgendwelche Aufgaben, die müssen irgendwie dreimal, viermal, fünfmal wo drauf klopfen, das finden, die kriegen eine Zahl gezeigt oder sowas und dann finden die irgendwie die Tür mit den drei Punkten drauf und sowas. Wenn du dir die anderen Sachen anschaust, Delfine mit ihrer Rückenflosse Musik machen, das. Clownfische per Klopfzeichen kommunizieren. Irgendwie muss man ja drei Varianten wählen und die naheliegendste wäre dann vielleicht die Erklärmaße. Also die sind auf jeden Fall sehr klug, die Tintenfische. Ja. Wir nehmen direkt... Wir nehmen A. Ah. Kriegen wir dann bei der Finalfrage Zeit drauf? Ja, nicht wirklich. Aber ich habe schon mal einen Tintenfisch gesehen, der konnte vorhersagen, wer Weltmeister wird, Fußball-Weltmeister. Da muss man auch zählen. In einer Studie präsentierten Forscher der Universität Taiwan Tintenfischen der Art Sepia pharaonis jeweils zwei Gruppen von Garnelen in durchsichtigen Plastikboxen und beobachteten, für welche sie sich entschieden. Das Ergebnis? Die Tintenfische wählten signifikant öfter die Box, die mehr Garnelen enthielt, auch dann, wenn der Unterschied nur sehr gering war. Für die Forscher beweist dies, dass Tintenfische von Natur aus einen Sinn für Mengen haben und zählen können. Richtige Antwort. Damit steht ihr bei 2000 Euro und habt den anderen noch mal den Druck zurückgegeben. Ihr könntet jetzt in Führung gehen und damit in Führung ins Finale einziehen. Aber nur, wenn ihr die letzte Frage richtig beantwortet. Womit konnten die Wikinger laut neuesten Forschungen auch bei wolkenbedecktem Himmel navigieren? A. Tonkrügen, die Schallwellen auffangen. B. Eisen- und Kupferketten, die sich magnetisch aufladen. Oder C. Kristallen, die das Licht doppelt brechen. Okay, so. Tonkrüge, die Schallwellen auffangen. Schallwellen auffangen. Also A würde ich ausschließen. Warum sollen Tonkrüge die Schallwellen also auffangen und dann? Was kann man damit anfangen? Was kann man damit anfangen? Eisen- und Kupferketten, die sich magnetisch aufladen. Wie stellen die Wikinger fest, dass etwas magnetisch aufgeladen ist? Ja. Das kann nur C sein, ne? Es kann C sein. Vielleicht ist es so eine doppelte Absicherung gewesen, weil Licht wird ja auf jeden Fall gebrochen. Da merkt man, was man, wie ahnungslos man eigentlich ist. Ja, Dinge, nicht? Also. Tonkrüge, die Schallwellen auffangen. Warum? Also was für Schallwellen? Vom Wind? Von dem Boot, was knarrt, also da ruft einer und dann kommt die Schallwelle. Aber, also ich verstehe das nicht. Aber das C gefällt mir doch am besten. Die Kristalle. Ja, nur wie soll der Licht, also Wolkenbedeck heißt, die Sonne ist nicht zu sehen. Der Sonnenstand ist nicht zu sehen. Ja, aber Licht gibt es. Es gibt Licht. Und dann wird das doppelt gebrochen, dann haben die den Kristall vielleicht anders hingelegt und dann wird das wieder so gebrochen. Das Licht, das vom Süden, Norden, Osten, Westen unterscheidet sich ja je nach Tageszeit. Ja. Ich bin auch, ja. Wollen wir es nehmen? Wir nehmen C. Wir nehmen C. C ist eingeloggt. Du könntest gut so überzeugend im Wikinger spielen, finde ich. Oder? So vom Typ? Eine Einzelperson im Publikum hat geklatscht. Ja, das schon mal. Aber sehr leise. Es war sehr für leise. Mich, es war für mich kaum hörbar. Vielleicht ist der Wolf auch eingeschlafen, hat sich wach gemacht. Antwort C. Die letzte Antwort heute hier in dieser Sendung. Zur Zeit der Wikinger war der Magnetkompass in Europa noch nicht bekannt. Weshalb sich die Nordmänner auf See meist an den Sternen oder dem Sonnenstand orientierten.
War der Himmel bedeckt, wussten sich die Wikinger laut Forschern mit sogenannten Sonnensteinen aus Doppelspatkristallen zu helfen. Denn diese sind in der Lage, Licht doppelt zu brechen, auch wenn es schwach ist. Durch die Brechung erhält eine auf dem Kristall angebrachte Markierung zwei Schatten. Wird der Kristall nun so lange gedreht, bis beide Schatten dieselbe Intensität haben, zeigt die angebrachte Markierung in Richtung Sonne. Richtige Antwort. Und damit steht ihr bei 2.500 Euro. So, wir haben einen Zwischenstand vor dem Finale. Bernhard und Henry Maske haben 2.000 Euro erspielt. Elton und Werner Schneider 2.500. Und hier ist unser Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Musik. Ja, mach du. Ich finde es immer noch gut, dass du bist hier. In Musik kommt alle so, obwohl ich mich so oft in letzter Zeit mit Musik auch vertan habe. Das ist, aber vielleicht durchbrichst du ja heute. Wo kommst du ran? Mit Sitzen lässt mich beantworten. Weil wir jetzt Zeitdruck haben. Wer ist denn anderer Meinung? Wer will nicht alles? Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die Masterfrage. Wir wechseln jetzt noch, ne? Welcher dieser Songs war im Jahr 1990 am längsten an der Spitze der deutschen Singlecharts? A. Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim. B. Nothing Compares to You von Sinead O'Connor oder C. Another Day in Paradise von Phil Collins. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Beide Teams haben ihre Antwort eingegeben. Beide Teams spannen ihr Publikum und Sie zu Hause noch ein bisschen mit mir gemeinsam auf die Folter. Wir sind gleich zurück, bleiben Sie dran. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Henry Maske ist bei uns zu Gast. Im Team mit Bernhard Hoecker. Die beiden haben 2.000 Euro erspielt. Und auf der anderen Seite unser lieber Freund und Kollege aus Österreich, Werner Schneider. 2.500 Euro erspielt. Im Team mit Elton. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welcher dieser Songs war im Jahr 1990 am längsten an der Spitze der deutschen Singlecharts? A. Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim. B. Nothing Compares to You von Sinead O'Connor. Oder C. Another Day in Paradise von Phil Collins. Ich bin gespannt, wie viele ihr gesetzt habt. Bernhard und Henry haben eingesetzt. 2.000 Euro haben sie gespielt. 1.999. Elton und Werner Schneider haben gesetzt. 2.000 Euro. Hauen richtig rein. Und auf welche Antworten habt ihr getippt? Bernhard und Henry tippen auf Antwort B, Nothing Compares to You von Sinead O'Connor. Nee, ich hab's nicht genommen. Elton und Werner Schneider haben getippt auf Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim. Also jetzt haben wir wenigstens eine faire Chance. Jetzt haben wir eine Chance. Ja, jetzt haben wir eine Chance. Ihr habt eine Chance. Also C auf jeden Fall nicht. B absolut. Kann, D kann richtig sein. Ja, ich weiß. Nee, C, nee. Jeder, C, nee. Verdammt, ich lieb dich war später. Jeder dieser drei Songs war 1990 auf Platz 1. Ja, aber Phil Collins. Witzer Reims, ja. Nee, Phil Collins nicht. Die waren alle auf Platz 1. Alle 1990 alle waren auf Platz 1. Platz 1 gewesen. Wer war am längsten? Wer war am längsten? Verdammt, ich lief wahrscheinlich im Winter und B
Also ich war 91 auf dem Konzert von dem. Another day. Aber keine Ahnung. In Paradise. War 9 Wochen auf Platz 1. Das war 1990. Liefen die von 89 zu 90 oder wie? Liefen die in 90 rein? In 90, wer in ja. 90? Waren die schon 89 gestartet? Nee, es geht nur um die Nummer 1 Platzierung das in steht 1990. Das weiß der nicht. Das weiß ich, natürlich. Es geht, ach, das steht nur nicht. Um die, es geht nur um die Platzierung in 1990. Aber es kann ja sein, dass einer im Dezember genau. einer schon... Das meine ich ja. Ist aber gezählt wie lange sind nur die Nummer 1 Platzierung ja, in 1990. Jetzt hat es auch der Henry verstanden. Another Day in Paradise von Phil Collins, noch mal zur Erinnerung, weil es ist ja schon einige Zeit vergangen, seit ich das gesagt habe. 9, ich schätze. Ja. Ich schätze war 9 Wochen auf Platz 1. Also 9 Wochen in 90, ne? In 9 Wochen in 90. Das habe ich mal im Fernsehen gehört vor ein paar Minuten. Nothing Compares to You von Sinead O'Connor war 11 Wochen auf Platz 1. Boah, jetzt kommt Matthias. Die Reihenfolge ist doof. Und Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim war auf Platz 1. In 1990 und nur in diesem Jahr genau 16 Wochen lang. Antwort ist richtig. Helden und Werner Schneider gewinnen 4.500 Euro. Glückwunsch, Herr Kollege. Danke. Grüße nach Österreich und unsere befreundete Alpenrepublik. 4.500 Euro, 52 Menschen hinter euch. Das heißt, für jeden von euch 86,54 Euro. Ja, das hat sich mal gelohnt heute hier für alle Zuschauer, die auf Team Elton gesetzt haben. Ah, Henry. Auf bald! Irgendwann klappt's nochmal! Schönes Wochenende, jetzt kannst du stehen! Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir gratulieren auch unseren App-Gewinnern, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und wir freuen uns, wenn Sie Montag wieder mit dabei sind. Montag geht's weiter mit Wer weiß denn sowas? Montag bis Freitag, immer kurz vor 6, hier im Ersten. Machen Sie's gut, tschüss!